Babyschritte. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze heute mal nicht alleine vor der Kamera, sondern ich bin zu Besuch bei Britt. Britt ist Doula. Sie ist seit 2007 Doula, hat ihre Ausbildung in Barcelona gemacht und mittlerweile bildet sie sogar selber Doulas aus, und zwar bei Deodula. Genau, sie hat selber zwei Kinder, also auch schon Geburtserfahrung und ja, auch ganz schön viel Erfahrung als Doula mittlerweile schon. Ja, das stimmt. Also ich werde immer gefragt, wie viele Kinder ich schon auf die Welt begleitet habe, und ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber ich denke mal, das ist irgendwann so um die 50, 60, genau, um die 50, 60, denke ich, werden es schon gewesen sein. Genau. Um mal so ganz vorne anzufangen, was macht eigentlich eine Doula oder was ist eine Doula? Eine Doula ist eine Mutter. Also bei uns in Deutschland ist es noch so, oder in Europa, sage ich jetzt mal, ist es so, dass wir Mütter sind. Das heißt, wir müssen alle selbst eine Geburtserfahrung haben. Und weil es immer was anderes ist, wenn man aus seiner eigenen Erfahrung heraus halt Frauen begleitet. Das ist halt der Unterschied zu einer Hebamme. Eine Hebamme, manchmal hat man eine junge Hebamme, die noch keine Geburtserfahrung selbst hat, und die begleiten natürlich die Frauen auch ganz wunderbar. Aber es ist schon was anderes. Das heißt also, wir sind alles Mütter. In den Staaten ist es nicht so, da kann man auch als nicht geborene Frau, sage ich jetzt mal, auch Frauen begleiten. Und ja, unsere Aufgabe ist die, dass wir wirklich rein eine emotionale Unterstützung den Frauen bieten. Das heißt, im Unterschied zur Hebamme, wir haben in der Regel keinen medizinischen Background, vielleicht die eine oder andere irgendwie, ne, aus ihrem Vorleben, sage ich immer ganz gerne. Aber wir schauen wirklich rein auf emotionaler Ebene, eben auf die Frau, und erfahren im Vorfeld auch so ein bisschen was über sie. Und dann ist es natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich. Also jede Doula bringt natürlich auch ihre Geschichte mit sich oder eben so ihren Background, und bietet dann verschiedene Dinge an, wie zum Beispiel Yoga in meinem Fall jetzt oder Massagen. Manche machen eine Rebozo oder so. Ja, und dann hat jede quasi so ihr individuelles Paket. Aber immer rein auf emotionaler und sehr unterstützender Ebene. Leider gibt es immer weniger Hebammen, Beleghebammen, die das machen können. Also wo man einfach auch so eine Beziehung im Vorfeld hat. Ja? Es ist ganz wichtig, dass wir in Beziehung gehen, dass wir eine Beziehung haben, dass Vertrauen da ist, dass die Frauen wissen, okay, ich habe meine Anwältin, Geburtsanwältin, mein Geburtscoach dabei, die einen Blick auf mich hat und die mir Schutz gibt in diesem Moment, in dem ich halt da. Das heißt, du lernst die Mütter auch schon vorher kennen, das gehört auch zu deiner Arbeit dazu? Genau. Geburtsvorbereitung dann quasi? Richtig, genau. Also wir lernen uns in den unterschiedlichsten Stadien kennen. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Frau, die mich tatsächlich vor der Empfängnis schon kontaktiert hat. Das fand ich sehr vorausschauend, fand ich ganz toll. Und genau, dann biete ich denen an, dass wir halt eine Geburtsvorbereitung machen, eine sehr individuelle im Vorfeld, auch mit dem Partner natürlich immer, dass wir den mit im Boot auch haben, dass der sich genauso gut vorbereitet und kraftvoll und unterstützend einfach auch wahrnimmt, weil das eben auch das Geburtserlebnis der Frau ganz, ganz wesentlich mit beeinflussen kann. Ja. Das heißt, du bist aber eine Ergänzung zum Partner. Also klassischerweise ist ja der Partner, der Vater des Kindes, Geburtsbegleiter. Und du bist eine Ergänzung, kein Ersatz. Oder? Genau, ich bin eine Ergänzung. Manche Frauen nehmen aber auch nur mich mit, weil sie wissen, okay, das wird nicht so gut laufen. Ich muss mich dann bin dann zu sehr mental mit dem beschäftigt, wie es meinem Partner gerade geht. Manchmal, wenn es zweite Kinder sind, sind die Mütter entspannter, wenn sie wissen, okay, der Papa bleibt beim großen Kind zu Hause. Ja, dann kann ich mich besser auf mich konzentrieren. Das habe ich auch schon gehabt. Und wenn die Männer dabei sind und es wirklich wollen, das ist mir auch immer wichtig, dass sie nicht nur so dabei sind, weil die Frau das irgendwie will, ja, da muss man auch immer so ein bisschen dann Auge drauf haben, dann ist es immer eine super Teamarbeit. Ne? Also manche Männer nehme ich dann ein bisschen mehr an die Hand und gebe denen nochmal eine Idee, was sie vielleicht jetzt tun könnten. Dann sind die auch mal sehr dankbar. Oder wir gucken halt wirklich, das kommt aus denen heraus, und dann bestärke ich die natürlich, ne, wenn sie es irgendwie besonders gut und einfühlsam machen. Wissen sie, okay, alles klar, ich bin jetzt ja auf einem guten Weg. Und,
Und ich alleine das zu benennen dann auch und sie wertzuschätzen in dem, was sie machen, also das ist immer auch ganz wunderbar für alle Beteiligten. Frauen, die gerade gebären, sind ja nicht unbedingt immer so diejenigen, die die meiste Dankbarkeit in dem Moment ausstrahlen. Ja, dann, absolut. Ja. Absolut. Und da, oder wenn sie einfach mal eine Frage haben oder irgendwas nicht verstehen oder so, dann gucken die mich an und dann mache ich so, ne? Und dann weiß ich, alles klar, ne? Damit kann der Mann jetzt arbeiten, das entspannt ihn jetzt wieder und die Frau kann weitermachen. Also das ist immer total schön. Warum ist es sinnvoll, eine Doula zusätzlich zur Hebamme zu haben? Also braucht man überhaupt eine Doula, wenn man eine Hebamme hat? Ja, die Frage wird mir ganz oft gestellt und vor allem glaube ich, dass vielen Männern diese Frage durch den Kopf geht, ehrlich gesagt, weil es halt dieses Konzept einfach auch jetzt noch relativ neu ist, wobei es eigentlich gar nicht wirklich neu ist. Doula bedeutet Dienerin der Frau, das kommt aus dem Altgriechischen, ja, und wir haben früher immer im Kreis von Frauen geboren, ja, es gab immer, wir waren früher viel mehr miteinander im Familienverbund und da gab es immer Frauen, die Waisenfrauen, die schon auch Geburtserfahrung hatten, sei es die Schwester, die Tante, die Mutter, ja, die die Frauen dann begleitet haben. Es war immer ein Frauenbusiness, bis dann irgendwann halt die Männer auch dazu gekommen sind in den Krankenhäusern und so weiter. Ja, das heißt, das ist also ein Urbedürfnis der Frau, sich in diesem Moment so sicher wie möglich zu fühlen und so geborgen wie möglich zu fühlen. Ja, und deswegen ist es natürlich sehr typabhängig. Ja, es gibt Frauen, die wollen eher so für sich sein und haben vielleicht einfach auch falsche Vorstellungen vom Krankenhausgeschehen, vor allem wenn es das erste Kind ist. Denn eine 1-zu-1-Betreuung ist in den Kliniken nicht möglich. Die kümmern sich einfach um zu viele Frauen parallel und müssen irgendwie gucken, dass sie ihre Ressourcen und ihre Zeit irgendwie splitten. Ja? Hebammenmangel ist ja ein großes Thema. Ist ein Riesenthema. Ne? Und das wird gerade echt nicht besser. Also ich sage den Frauen mittlerweile wirklich, die müssen vorher anrufen, wenn sie ihre Wehen haben, ob sie überhaupt in das gewählte Krankenhaus kommen können. Mhm. Ja, also so weit sind wir schon. Ich sage denen, ihr braucht mindestens 3 Krankenhäuser, die ihr kennt, wo ihr euch krass im Best Case irgendwie, ja, wo ihr schon mal so ein Feeling habt, wo ihr womöglich angemeldet seid. Denn es kann immer passieren, dass die sagen, nee, geht gerade nicht, ist gerade voll. Ja? Und das will keiner. In dem Moment dann auch noch irgendwie abgelehnt zu werden. Ja, das ist oder natürlich, vor der Tür zu stehen. Oder vor der Tür zu stehen und dann nochmal irgendwo anders hin zu müssen. Ne? Und das ist eben das Schöne, wenn man dann seine Doula hat, die ist ortsunabhängig, ne? Die hat keine Verträge mit irgendwelchen Krankenhäusern. Das heißt, die Frau entscheidet immer selber, wo sie hingeht und kennt zumindest eine Person, die sie dann ganz nah betreuen kann in der Zeit. Das heißt, mal Händchen halten, das heißt, mal massieren, das heißt, einfach mal einen Arm nehmen. Das bedeutet, mal übersetzen, was hier gerade irgendwie alles was hier gerade irgendwie passiert. Ja, also ich tue alles wirklich um so eine Hülle und so eine Geborgenheit. Also wir sind sehr mütterliche Begleiterinnen. Ja, wir bemüttern die werdende Mutter. Ich habe keine Statistiken im Kopf, ich habe keine Blutwerte im Kopf, ich habe keine Protein im Urin im Kopf und sowas, das interessiert mich. Also klar, wenn die Frau mir das erzählt, gibt mir das so ein bisschen einen Überblick über ihren physischen Zustand gerade, aber das ist was, wovon ich eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht so wirklich viel Ahnung habe. Und das ist eben so dieses Freundschaftliche, diese emotionale Unterstützung, diese Stärkung, die sie halt dann auch bei uns suchen. Ich weiß nicht, ob du mein Video zum Thema Gewalt in der Geburtshilfe gesehen hast. Roses Revolution ist eine große Bewegung international, dass es leider immer wieder zu Gewalt in der Geburtshilfe kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht ein Faktor wärst als Doula, um da die Frau auch ein bisschen vor beschützen zu können, als Unterstützung oder Fürsprecherin, ist das so? Ja, das ist natürlich immer was anderes, wenn dann noch eine Begleitung erstmal dabei ist. Ne? Das heißt also, das klinische Personal nimmt sich da vielleicht auch ein Stück weiter zurück, weil ich das Ganze natürlich auch mit beobachte. Und ich stelle Fragen, wenn ich irgendwie merke, hier läuft irgendwie gerade was ganz komisch oder die Frau ist verunsichert, ne? Dann stelle ich Fragen, um
damit die Frau besser versteht. Es geht ja gar nicht so viel darum, dass ich das verstehe, sondern dass die Frau und der Partner verstehen, was gerade los ist. Mhm. Ne? Eine ganz wichtige Frage finde ich immer, sind Mutter und Kind in Gefahr? Ja, weil wenn das nicht der Fall ist, dann brauchen wir eigentlich diesen Faktor Zeit, der einfach immer gegen die Frau läuft und gegen das Kind läuft, mhm, und gegen den Geburtsprozess läuft. Das ist der Feind Nummer eins, also wenn man das so sagen kann, der natürlich dann auch zu solchen Reaktionen und Aktionen des medizinischen Personals führen kann. Ja, wenn wir da schon mal ein bisschen mehr Luft bekommen, dann passiert natürlich auch weniger, mhm, Gewalt unter der Geburt. Ja. Vor allem hat das ja auch Auswirkungen auf die Frau, wenn sie jetzt merkt, hier ist irgendwie Panik, warum muss es natürlich jetzt schnell gehen? Das, genau, ist ja, sind, genau, ja nicht unbedingt Bedingungen, unter denen die Frau sich öffnen kann und, absolut, gebären. Ja. Ja, richtig, das macht halt eher zu, ne? Und da ist wirklich die Kommunikation, das kann alles zerstören, das sehe ich immer wieder, dann wird die Frau 2 Stunden lang super motiviert. Und dann kommt auf einmal die Hebamme um die Ecke und sagt, ja, wir haben jetzt den Geburtsstillstand von jetzt auf gleich. Das ist so ein Schlag ins Gesicht, mhm, für die Frau. Ja, das verändert das Schmerzempfinden, das verändert alles. Und eine sensible Kommunikation, eine aufbauende Kommunikation ist so wichtig. Und das vermittle ich eben auch in meinen Ausbildungen, weil ich einfach sehe, wie unfassbar viel das zerstören kann. Von jetzt auf gleich. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt auch Doula werden möchte, mhm, wo sind denn da so Anlaufstellen? Also gibt es Ausbildungsschulen oder wie kann ich mir das vorstellen und vor allem, was sind die Inhalte in der Ausbildung? Also in Deutschland gibt es mehrere Vereine, die Doulas ausbilden. Es werden irgendwie gerade immer mehr, weil wir natürlich jetzt auch der erste Verein hat sich vor 12 Jahren gegründet. Das heißt, es sind natürlich jetzt auch immer mehr Doulas, die schon seit längerer Zeit aktiv sind und, mhm, die ihr Wissen jetzt einfach auch weitergeben. Es gibt den Verein Doulas in Deutschland, der ausbildet, die Gesellschaft für Frauengesundheit bildet aus. Es gibt die Bauchflüsterinnen, irgendwie gibt es jetzt Soul Doulas, es gibt eine European Doula, in Österreich wird ausgebildet. Also es wird immer mehr, mhm, und ich habe letztes Jahr, also 2019, mit Deodula-Ausbildung angefangen, weil ich eben durch meinen Background aus dem Yoga und aus der spirituellen Arbeit da viel mit einfließen lasse und da sehr intuitiv und auch energetisch mit den Frauen arbeite. Genau, und das kann man jetzt auch bei mir lernen. Ich werde mal in der Videobeschreibung ein paar dieser Vereine verlinken. Mhm. Und ich glaube, dass es da auch jeweils eine Liste gibt mit Doulas. Genau, wenn man eine Doula sucht, dann kann man da auch genau Kolleginnen jeweils im Postleitzahlengebiet, Städtegebiet, mhm, und so. Genau, sind wir da gelistet. Ja. Genau. Und was lernt man dann in der Ausbildung? Ja, also ich habe meine Ausbildung selbst in Barcelona gemacht, bei Mares Doulas, hat es ja vorhin schon erzählt. Mhm. Und wir hatten 9 Monate, jeweils ein Wochenende im Monat. Es gibt also verschiedene Modelle. Es gibt Intensivausbildungen oder eben nur 2, 3 in größere Blocks. Da lernst du im Grunde genommen, ja, vor allem, wie es den Frauen in der Schwangerschaft geht, also eben so, was in der Schwangerschaft wichtig ist, als Begleiterin zu wissen. Also ich lerne jetzt nicht irgendwie die ganzen einzelnen Stadien, wie sich das Kind entwickelt und so weiter, das nicht, sondern eher, was haben für Frauen für Ansprüche bei ihren Hebammen, ja, was ist die Hebammenleistung, was umfasst die Hebammenleistung zur Vorsorge, wie läuft das alles im Krankenhaus ab und was umfasst die Nachsorge der Hebamme, dass wir da einfach auch gut aufklären können, denn uns, mhm, ist eine gute Zusammenarbeit mit der Hebamme immer ganz, ganz wichtig. Genau, dann eben die verschiedenen Stadien natürlich unter der Geburt. Wie kann ich die da eben einfühlsam und unterstützend begleiten? Ja, über Akupressur ist bei mir zum Beispiel drin, eben Massagen, Atemtechniken, Visualisierungen, Affirmationen. Ich arbeite viel mit Affirmationen auch im Vorfeld. Und das ist eben was, was wir da vermitteln. Dann eben ganz wichtig Kommunikation, ja, aber eben auch Eigenfürsorge, weil Geburt ist
eine sehr intensive Sache. Die kann sich über viele Stunden ziehen. Und dass man da einfach auch wirklich schaut, okay, ja, wie bleibe ich auch bei Kräften? Ein anderer Punkt in der Ausbildung ist eben auch, dass man lernt, sich gut zu organisieren. Also gibt es den Teil Marketing, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Natürlich, was für ein eigenes Programm oder was für ein eigenes Paket möchte ich anbieten von all den Dingen, die ich vorher vielleicht schon gemacht habe oder in welche Richtung soll es gehen. Und was mir auch immer wieder ganz am Herzen liegt und ganz wichtig ist, ist, dass die Frauen eben auch lernen oder einfach mal hören, wie ich das eben wirklich dann auch so alles umsetze, also mit meiner Familie. Das heißt, von dem Moment an, wenn ich eben mitten in der Nacht angerufen werde und weiß, okay, meine Kinder müssen morgens irgendwie raus in die Schule, mein Mann ist gerade auf Geschäftsreise etc. pp., ja, dass die da einfach gut sich im Vorfeld organisieren und sich überlegen, wie kann ich das dann umsetzen, weil Geburt, wie wir wissen, ist nicht wirklich planbar. Das ist das, was ich daran liebe, dass ich dann immer mal alles stehen und liegen lassen muss. Kann auch schon mal eine Weile dauern. Kann eine Weile dauern, genau. Und dann ist es einfach total wichtig oder einfach auch erleichternd für die Frau, wenn sie weiß, okay, zu Hause läuft alles safe weiter. Ne? Ich kann mich jetzt hier ganz drauf einlassen. Ich schreibe dann zwar ab und zu mal zwischendurch, läuft alles gut. Meine Kinder sind mittlerweile zum Glück schon ein bisschen größer. Die kann ich auch alleine lassen. Aber als die halt kleiner waren, da ist einfach ein gutes Netzwerk total wichtig. Ne? Du hast ja gerade schon angesprochen, dieses Leistungspaket. Was für ein Leistungspaket soll ich als Doula anbieten? Mhm. Da gibt es sicher unterschiedliche Formen. Das entscheidet jeder für sich. Aber was wäre denn so ein typisches Beispiel? Oder wie machst du das? Was sind da die Angebote? Wir haben ein Paket, was die meisten Doulas anbieten. Und zwar beinhaltet das ein Kennenlerngespräch im Vorfeld, dass man erstmal so schaut, ob man überhaupt so zusammenpasst, ob die Chemie stimmt. Dann gibt es Doulas, die ein oder zwei Termine dann noch im Vorfeld anbieten. Mir ist es da immer wichtig, dass wir den physiologischen Ablauf der Geburt durchgehen, dass ich dem Paar erkläre, wie es im Krankenhaus, wenn sie im Krankenhaus entbinden wollen, was in der Regel der Fall ist, wie das alles abläuft dort, damit sie das in ihrem Kopf auch schon mal so ein bisschen durchgehen können, dass es nicht so überrumpelnd ist, wenn wir dann da ankommen. Der Mann wird dadurch natürlich auch nochmal gestärkt, weil er weiß, okay, das und das kann ich wirklich auch machen, um meine Partnerin zu unterstützen. Dann beinhaltet das die Rufbereitschaft. Das ist unterschiedlich. Ich mache meistens so 10 Tage, manchmal 14 Tage, manchmal aber auch ein bisschen mehr. Kommt ein bisschen auf die Frau an, wie ich auch Zeit vorher habe, wie gerade so die Schwangerschaft läuft. Ne? 10 Tage vorher. Vor dem errechneten Termin, bis das Kind eigentlich da ist. Ach so. Ne? Weil es gibt verschiedene Krankenhäuser, leiten unterschiedlich ein. Das heißt, es kann ein Krankenhaus geben, was nach einer Woche schon einleitet, 10 Tage, 14 Tage, bis das Kind dann da ist. Ja, maximal 2 Wochen, kann aber ein bisschen länger dauern, womöglich. Ja, also bis das Kind dann da ist, bin ich dann 24 Stunden rufbereit. Und dann halt die komplette Geburt. Das heißt, die Frau meldet sich irgendwann, in der Regel nachts. Und dann ist das so, ja? Bin ich da. Genau. Immer nachts? Meistens nachts, ja. Genau. Ja. Okay. Genau, weil nachts sind wir einfach unbeobachtet und geschützt in unseren 4 Wänden und da weiß der Körper, hier ist es sicher, jetzt ein Kind zu kriegen und dann geht es meistens nachts los. Mhm. Genau. Und dann weiß ich immer schon, okay, dann habe ich erstmal so ein bisschen Telefonkontakt mit denen und höre, ob das jetzt wirklich losgeht oder ob es erstmal nur Übungswehen sind und dann treffen wir uns halt im Krankenhaus oder bei denen zu Hause, bei der Frau zu Hause. Genau, und dann weiß ich nicht, wie lange es dauert. Das heißt, also bis das Baby da ist, dann bleibe ich meistens noch so 2 Stunden und schaue, ob das mit dem Anlegen, das erste Trinken halt gut läuft. Dann wird die Frau noch versorgt, bis dann wirklich erstmal so Ruhe einkehrt, vergehen dann doch nochmal 1 bis 2 Stunden und dann, genau, dann lasse ich die junge Familie dann auch alleine. Und im Nachhinein ist mir immer noch ganz wichtig, dass wir noch einen Termin machen. Das ist also auch mit in dem Paket mit drin, noch ein Feedback-Termin, wo eben alle Beteiligten nochmal so erzählen, also der Mann, die Frau und ich, dass wir nochmal so die Puzzleteile zusammensetzen und jeder nochmal so sagt, wie er das empfunden hat. Und manchmal ist dann irgendwie noch so ein Fragezeichen oder irgendwie war irgendwas komisch oder doof oder so, ne? Was die Frau nicht so einordnen kann. Und dann erklären wir es kurz und dann
schließen wir den Kreis. Mhm. Also ich empfinde das immer so, dass dann wirklich so, okay, das ist jetzt abgeschlossen und jetzt kann ich nach vorne gucken und jetzt ist das Baby dran und diese unverarbeiteten Dinge ziehen nicht immer so an ihr. Das erlebe ich halt häufig, wenn sie dann eben schon eins haben und dann mich beim zweiten Mal kontaktieren zum Beispiel. Wie lange die eben unverarbeitete Dinge noch so mit sich rumtragen. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja? Ja. Ich habe, glaube ich, mal auf einer Internetseite gesehen, dass auch Fotos und Geburtsberichte manchmal angeboten werden. Ah, ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Es gibt Frauen, die Geburtsberichte noch schreiben, also Kolleginnen, die Geburtsberichte schreiben. Ich schreibe nicht so gerne, ehrlich gesagt. Von daher habe ich meine Kamera dabei, ich habe mein Handy dabei und mache dann immer so Malbilder, wo die Frau auch so drauf ist, aber manchmal wirklich nur so Gegenstände, die einfach so, ja, einfach eine schöne Erinnerung. Ich mache manchmal auch ein paar Videos. Ich finde es total toll, wenn die Frauen so die ersten Töne der Babys haben. Das filme ich dann immer so ein bisschen und dann stelle ich denen das zur Verfügung. Das ist mein Geburtsgeschenk sozusagen. Hebammenbetreuung ist ja in der Regel eine Kassenleistung, das übernimmt die Krankenkasse. Mhm. Bei den Doulas sieht es da ein bisschen anders aus, glaube ich. Da übernehmen die Krankenkassen nicht oder ein Teil oder wie ist das? Also aktuell ist es so, dass es eine reine Privatleistung ist. Das heißt, dass die Paare das eben privat finanzieren. Und da gibt es aber auch Spannen. Also es gibt Doulas, die jetzt vielleicht gerade erst anfangen, die halt erstmal jetzt, ich glaube, wir liegen mittlerweile beim Mindestsatz irgendwie von 600 Euro oder so, vielleicht 500. Mhm. Und dann gibt es eben Doulas, die einfach auch schon viele Jahre Erfahrung haben, die dann irgendwie 1300 für ihr Paket nehmen. Also das kann man auch, können wir Frauen oder wir Doulas dann eben auch individuell gestalten. Ne, den Umfang, wie gesagt, das Basispaket habe ich ja eben gesagt, aber darüber hinaus kann man natürlich noch extra Leistungen anbieten, wie Massagen, Hypnobirthing. Es gibt bestimmt auch Kolleginnen, die Hypnobirthing machen, was gerade ganz modern ist. Oder eben Rebozo hatte ich vorhin ja schon auch so eine Technik mit Tüchern. Ich habe es selber noch nicht gemacht, muss ich zugeben. Wo man dann eben auch dem Kind hilft, sich irgendwie zu drehen oder so. Also es gibt ganz viele Sachen, die man irgendwie noch nebenbei anbieten kann. Das kommt dann immer auf die zusätzlichen Ausbildungs... Genau, Fortbildungen. Fortbildungen, Ausbildungen. Ja, wieder. Genau, ja. Die Frau halt gemacht hat. Mhm. Und genau, das heißt also, es gibt eben diese Bandbreite. Da kann man einfach auch mal schauen, wenn man irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt aber nur das und das Budget irgendwie zur Verfügung, ne, dass man dann halt einfach schaut, was für Kolleginnen gerade im Umfeld da... da sind. Einfach muss man ja erstmal auch jemanden finden, der in seinem Umfeld arbeitet und es anbietet. Was ist, wenn jetzt eine Mutter zu dir kommt und sagt, ich hätte so gerne eine Doula, ich brauche das unbedingt und ich hätte das so gerne, aber das ist mir einfach zu viel, das, also ich kann mir das nicht leisten. Wie antwortest du da? Ich sage denen immer, dass es am Finanziellen wirklich nicht liegen darf. Ja, ich bin da immer sehr offen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei den Kolleginnen ähnlich ist, dass wir immer ein Modell finden, sei es irgendwie Ratenzahlungen oder so, ja, dass man wirklich schaut, okay, wie kann ich das möglich machen? Das wäre der erste Weg. Es ist immer ein wunderbares Gemeinschaftsgeschenk. Also man kann es auch einfach der Familie, den Freunden kommunizieren, dass man sich das eben wünscht. Und dann gibt es halt sonst als Möglichkeit, dass man den Verein Doulas in Deutschland, die bieten das an, die haben halt ein Budget und Frauen, die eben, da muss man verschiedene Formulare ausfüllen und natürlich auch belegen, sage ich jetzt mal, dass man einfach dann sehr eng geschnürtes Budget zum Leben hat, dann wird das eben auch bezuschusst. Das heißt also, dass wir dann eben vom Verein bezahlt werden. Ja, und was ich auch immer ganz wichtig finde, ist, dass es natürlich auch eine Prioritätensache ist. Ja, klar. Es gibt Leute, die die bereit sind, ganz viel Geld für Equipment auszugeben, für Kinderwagen oder so. Und dann das so für eine Begleitung
vor allem wenn es das erste Kind ist, noch nicht so wirklich greifen können, was da wirklich auf sie zukommt. Brauche ich das wirklich? Brauche ich das wirklich? Wert, ja. Genau, ne? Andere schaffen es auch ohne. Und da ziehe ich ganz gerne den Vergleich halt zu so Wedding-Plannerinnen oder so. Ne? Das hat man in der Regel auch einmal, vielleicht zweimal, wenn man zweimal heiratet, wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, aber das ist eben was, wo man dann auch so bereit für ist, eine Fachfrau sich an die Seite zu holen, die eben das ganze Event plant. Ja, sowas Ähnliches sind wir dann. Wir haben den Überblick, wir haben die Erfahrungen, wir haben die Ideen, wir inspirieren, wir stärken und haben massig an Fortbildungen gemacht, die eben auch Geld kosten. So, und dann ist das einfach, wie mir zum Glück dann auch ab und zu Frauen sagen, eigentlich ist es überhaupt gar nicht zu bezahlen, was wir da tun. Mhm. Ja, aber irgendwie muss man es numerisch eben auch greifbar machen. Wenn hier jetzt gerade eine werdende Mutter zuschauen sollte, gibt es noch irgendetwas, was du ihr gerne mit auf den Weg geben würdest? Ja, also wenn du gerade deinen positiven Schwangerschaftstest gemacht hast oder in den ersten Wochen schwanger bist oder auch schon ein bisschen weiter schwanger bist, dann rate ich dir ganz, 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 ganz von Herzen, dir so schnell wie möglich eine Hebamme zu suchen. Ja, wir haben leider immer weniger Hebammen in Deutschland, die dich dann begleiten können. Und hör mal bei deinen Freundinnen rum, ob sie dir irgendwie eine tolle Hebamme empfehlen können. Mach dich auf die Suche im Internet, finde jemanden, finde eine Hebamme, die dich in der Zeit begleiten kann. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn du darüber hinaus eine Doula an deiner Seite haben möchtest, als Unterstützung, als Freundin in dieser Zeit, dann kannst du auch auf verschiedenen Seiten nachschauen. Auch natürlich findest du über Google auch jemanden, die in deiner Nähe hoffentlich ist, die dich da zusätzlich noch unterstützen kann. Wir ergänzen uns, ja, wir ergänzen uns, wir gehen Hand in Hand und es ist dein Wohl, das Wohl deines Kindes liegt uns am Herzen. Das macht unsere Arbeit aus, dass du eine gute Schwangerschaft, eine wundervolle Geburt erleben kannst, dass dein Kind in einem liebevollen Setting zur Welt kommen kannst, dass wir ja liebevoll und unterstützend an deiner Seite sind, damit dieser Moment in deinem Leben einfach sich ganz positiv bei dir einbrennt und dich zu einer starken, selbstbewussten, glücklichen Mutter macht. Ja, vielen Dank, liebe Britt. Das war wirklich sehr interessant und schön. Danke, dass ich hier heute bei dir sein durfte. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, alle Quellen, auf der ihr euch informieren könnt, auf der ihr eine Doula in eurer Region finden könnt. Und falls ihr aus dem Düsseldorfer, Kölner Raum, Bergisches Land seid und ihr die Britt gerne als eure Begleitung haben möchtet, dann verlinke ich auch ihre Seite gerne da nochmal. Über die Doula-Begleitung hinaus bietet sie auch noch andere Kurse an, Yoga, Massage, Retreats in Barcelona, genau. Okay, ja, genau. Also das findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr der Britt ein paar liebe Kommentare da lasst. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen und ich hoffe, ich sehe euch dann in meinem nächsten Video. Tschüss! Tschüss!